Hallo und herzlich willkommen zum Traumflieger DSLR-Tipp Ausgabe Nummer 1. Ja, eine neue Reihe DSLR-Tipp auf traumflieger.de. Kurztipps, wir wollen es nicht zu lang machen, so zwischen 5 und 8 Minuten. Tipps und Tricks rund um die DSLR, bevorzugt natürlich Canon DSLR, aber auch andere Hersteller, DSLM, also spiegellose Systemkameras natürlich auch und die ein oder andere Kompaktkamera werden wir sicherlich auch mit einbeziehen. Also hier Ausgabe Nummer 1. Und es dreht sich um die Sonne, um die Form der Sonne. Ja, die sieht mal gut aus und mal nicht so gut. Ja, vielleicht kennen Sie das. Sie haben eine tolle Landschaft und haben sie aufgenommen und hinterher gefällt sie Ihnen nicht so recht und Sie wissen vielleicht gar nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es nicht daran, dass der Himmel ausgefressen ist. Der ist vielleicht intakt, aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Dann achten Sie mal auf die Sonne, auf die Form der Sonne. Vielleicht ist sie ja gar nicht rund, sondern etwas oval. Vielleicht sind einzelne Strahlen ja überstrahlt und ausgefranst. Das hängt dann immer auch vom Objektiv und von der Blende, die Sie an der Kamera eingestellt haben, ab. Betrachten wir einmal die Symmetrie der Sonnenstrahlung hier am KIT-Objektiv 2405-40 in verschiedenen Blendenstufen. Und jetzt das neue 2470-40 auch in verschiedenen Blendenstufen. Ja, da ist es Geschmackssache, was man eher mag. Aber beide Objektive haben eine überzeugende Symmetrie, was die Strahlung der Sonne angeht. Es gibt aber andere Beispiele. Ja, bei schönem Wetter macht es natürlich Spaß, besonders wenn die Sonne scheint, dann auch Landschaftsaufnahmen zu machen, Weitwinkel einzusetzen. Und ich habe hier zum Beispiel ein auf Kleinbild umgerechnet 14-28er Weitwinkelzoom. Das ist hier ein Lumix 714er an der Lumix GH3. Ja, und die Chance ist natürlich auch mit anderen Weitwinkelobjektiven relativ hoch, dann die Sonne mit im Bild zu haben. Und dann sollte die Sonne natürlich, wenn man das Foto dann entwickelt oder sich anschaut, natürlich auch gut aussehen. Ja, hier im Lumix 714er sieht die Sonne künstlich aus. Sie sieht nicht symmetrisch rundkreisrund aus, sondern eher eiförmig zerfasert, besonders in den höheren Blendenstufen. Steppen wir nochmal von vorne F4 durch, 5, 6. Ja, das sind JPEG-Aufnahmen, unbearbeitet, direkt aus der Lumix GH3. Mit dem Lumix 714er machen wir mal einen Vergleich. Hier das Canon 2470-40 bei F22 und hier das Lumix auch bei F22. Da liegen qualitative Welten dazwischen. Ja, hier am Lumix 714er gefällt mir die Sonne ehrlich gesagt nicht so gut, weil sie ist nicht kreisrund, sie ist zerfasert. Ja, und nicht nur, wenn ich Offenblende habe, auch abgeblendet, dann wirkt es so ja, leicht schräge oval. Und ja, da muss ich sagen, das ist ein gewisser Nachteil hier an diesem Objektiv. Das sollte man wissen. Ich habe also auch schon aufwendige Panoramen hier mit diesem Objektiv machen wollen. Und weil mir das nicht bekannt war vorher, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, weil gerade die Sonne, wenn sie ein wichtiges Bildelement wird, dann mit diesem Objektiv nicht besonders gut aussieht. Ja, hier habe ich einen Weitwinkelzoom von Canon, das 16-35-28er, sehr beliebt. Ich mag es eigentlich auch, aber ja, ganz kreisrund ist die Offenblende dann doch nicht. Da gibt es dann oben und unten einen Ausreißer. Das sieht man übrigens an sehr vielen Objektiven, dieses Ausreißen der Sonne oben und unten. Wie sieht das Canon 16-35 denn in den einzelnen Blendenstufen aus? Hier in den höheren Blendenstufen sieht es vernünftig aus, aber hier bei der Offenblende reißt die Sonne oben und unten aus. Ja, viele Anwender nutzen nach wie vor das JPEG-Format, hauptsächlich natürlich Einsteiger oder ja, Leute, die es eilig haben und das Rohdatenformat dann nicht im RAW-Converter entwickeln möchten. Ich kann dazu aber nur raten, vor allem wenn die Sonne also ein bisschen höher steht am blauen Himmel, dann hat man im Rohdatenformat eine größere Chance gegenüber JPEG, dass die Sonne besser und natürlicher aussieht. Links JPEG, rechts RAW, jeweils unbearbeitet. Ja, hier am Lumix 714er
kann man doch einen erheblichen Unterschied erkennen. Das JPEG wirkt unnatürlich und rechts im RAW-Format sieht es erheblich besser aus, hier auch bei der Offenblende sehr schön zu sehen. Ja, wer das Rohdatenformat einsetzt und einen RAW-Konverter, ich selbst mache es zum Beispiel gerne mit Lightroom und ziehe dann den Regler mit den Blaufarben, also die Luminanz im Blaufarbbereich runter und kann den Himmel dann noch sehr schön sättigen und knackiger im Blau gestalten. Und da kommt es dann auch immer aufs Objektiv drauf an, wie das denn ausfällt. Objektive, bei deren Lamellen dann das Bild und die Sonne eher zerfasert, sehen dann schrecklich aus, die sehen so gesprenkelt aus. Und Objektive, ja, die da optimiert sind im Bereich der Blende und der Lamellen, sehen dann noch erheblich besser aus. Das sieht dann nicht so scheckig aus. Ziehen wir in Lightroom den Blaukanal selektiv nach unten, um den Himmel weiter einzublauen. Hier im Rohdatenformat an verschiedenen Objektiven. Gucken Sie, ob Ihnen das gefällt. Vielleicht hilft Ihnen das ja auch bei der Kaufentscheidung, wenn Sie Landschaftsaufnahmen präferieren. Hier am Canon 1635 28L2 sah es noch recht vernünftig aus. Hier am 1740er schon etwas checkiger vielleicht. Hier am 2405er auch checkig. Dann das 2414er, ja, wirkt etwas dunstig. Hier am Lumix, an der GH3 und auch am 714er sieht es nicht gut aus für mein Empfinden. Hier am 1235er geht es. Dann am Kit 1440er wirkt auch scheckig. Und zum Schluss am Canon 815er Fisheye sieht recht gut aus, wie ich finde. Ja, man muss sich natürlich klar darüber sein, wenn die Sonne zum Beispiel sich dem Horizont entgegenneigt oder wenn man einen leichten Wolkenschleier hat, dann ist das Zerfasern durch die Blende ja auch hier am 714er weniger ein Problem, so gut wie gar kein Problem. Nur wenn die Sonne dann am blauen Himmel ja unverstellt, ohne Wolkenschleier zu sehen ist, dann sieht es nicht so gut aus, aber man hat natürlich die Chance dann zu gucken, dass man vielleicht ja zur Dämmerung hin hat man dann eher schon einen leichten Wolkenschleier am Horizont. Da ist es dann unproblematischer. Fazit, blenden Sie ab, dann steigt nicht nur die Bildqualität, was ja die Auflösung angeht in der Regel, sondern blenden Sie auch deswegen ab, um das Problem bei der Offenblende zu vermeiden, dass da oben und unten ja fast an allen Objektiven die Sonne ausfranst. Ansonsten kommt es natürlich noch aufs Objektiv drauf an. Wir haben es ja gezeigt beim Lumix 714er. Es gibt noch eine Reihe anderer Objektive, die auch abgeblendet so erstmal nicht gut aussehen. Da können Sie sich helfen. Nutzen Sie das Rohdatenformat, das RAW-Format, vor allem zum Beispiel mit Lightroom ab der Prozessversion 2012. Die ist dann ab Version 4 eingeführt worden. Sieht die Gradation im Bereich der Lichter viel dezenter und viel besser aus. Da fallen dann eben ja, Objektivfehler und merkwürdige Formen im Bereich der Sonne erheblich weniger auf. Ansonsten ja, fotografieren Sie oder filmen Sie möglicherweise eher, wenn so ein leichter Dunstschleier zu sehen ist, ein leichter Wolkenschleier, dann gibt es auch keine Probleme, wenn Sie zum Beispiel die Offenblende nutzen. Viel Spaß bei Ihren Landschaftsimpressionen und ja, hoffentlich gelungene Sonnenfotos, gute Landschaftsbilder mit Sonne drauf. Ja, und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Traumflieger DSLR-Tipp. Machen Sie es gut und bis bald.